Hallo und ja, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, ich möchte heute mit euch mal Knitterherz machen, aber nicht nur auf die klassische Art und Weise, sondern ich habe mir gedacht, wir können das Ganze ja auch mal in Kombination mit, ja, so Alkohol-Inks probieren. Und ja, dementsprechend werden wir das mal so, ja, halb-halb machen. Ich habe hier auch so ein paar Pigmente. Ich weiß allerdings nicht, ob das mit den Pigmenten funktioniert. Weil normalerweise ist, braucht man da ja für so Effektpigmente, ne? Allerdings habe ich die nicht. Und ja, dementsprechend weiß ich natürlich nicht, ob das mit diesen hier auch funktioniert, aber ich würde sagen, das probieren wir einfach mal aus und ja, schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gestern Abend schon mal angefangen, damit wir das machen können. Es ist aber leider nicht ganz perfekt geworden, wie ihr seht. An der einen oder anderen Stelle ist auch ein bisschen Lücke, wo jetzt wahrscheinlich nachher ein bisschen, ja, rauslaufen wird die Farbe, aber ja, halb so wild. Auf jeden Fall müsst ihr anfangen, indem ihr ein bisschen Harz nehmt, ne? Wirklich nur ein bisschen, damit das nicht zu sehr rausläuft, wie es jetzt bei mir hier zum Beispiel der Fall war. Und dann legt ihr hier einfach so eine Frischhaltefolie drauf und drückt die so rein, sodass halt diese Falten entstehen, ne? So, und dann muss man das Ganze. Bei den anderen habe ich es mal gemacht, bei dem habe ich gedacht, machen wir es zusammen. Wieder so vorsichtig entfernen. Und dann seht ihr, schaut das nämlich so aus. Das Ganze muss natürlich erstmal trocknen. Und ihr seht, es ist bei mir jetzt auch nicht perfekt geworden. Ich habe hier so ein paar Stellen, wie hier zum Beispiel, wo ja einfach zu wenig Harz war. Aber schauen wir mal, vielleicht funktioniert es ja trotzdem, ne? So, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit denen hier an. Und zwar probieren wir jetzt einfach mal, ob das mit denen funktioniert. Und dann nehme ich mir jetzt einfach was von diesem Pigment und verteile das hier so auf der Form. Also richtig schön alles einpinseln damit quasi. Das werden wir jetzt bei den Teilen, bei denen wir das mit diesem Pigment probieren, überall so machen, dass wir das schön, ja, volltupfen quasi, sage ich mal. Und bei dem mit Alkoholinks werden wir es so machen, dass wir erst das Resin reingießen und dann die Alkoholinks ganz normal drüber geben, so wie man es halt immer bei Alkoholinks macht. Und dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann im Nachhinein aussehen wird. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich habe mir gedacht, wir probieren einfach mal was Neues aus, weil die Herzen wird, also die normale Knittertechnik werden die meisten von euch wahrscheinlich eh schon kennen. Und schauen wir einfach mal, ne? Ich mache das mal kurz mit allen, mit dem Puder. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ihr Lieben. So, Dilly, ihr Lieben, es geht weiter. Ihr seht, ich habe jetzt die hier mal schön mit diesen Pigmenten bepudert, ne? So, die werden wir danach noch aufgießen. In die hier habe ich mir gedacht, probieren wir jetzt einfach mal mit dem Alkohol-Ink. Da ist jetzt in das eine so ein bisschen Pigment reingekommen, ja, aber ist nicht so wild. Wenn ihr euch wundert, was das hier ist, ist einfach mein altes Stäbchen. Weil ich finde es immer so schade, wenn man die nach einmal benutzen direkt wegschmeißt. Deswegen benutze ich die meist ein, zweimal. Dadurch haben wir halt jetzt ein bisschen. Was hängen? Ich glaube fast, ich habe ein bisschen zu wenig Harz angemacht. Aber schauen wir mal. Machen wir mal die zwei hier voll.
Schaut soweit ganz gut aus. So, lassen wir das mal. Hier hat, bevor es runtertropft. Okay, ist eh schon fest. Ja, und jetzt nehmen wir uns einfach mal diese Alkoholinks. Ich hoffe, ich kriege die jetzt auf mit den Handschuhen. Ja. Und probiere mal, wie das Ganze denn aussieht, wenn man da mit Alkoholinks arbeitet. Weil das frage ich mich nämlich schon die ganze Zeit, ob das Ganze überhaupt was wird oder nicht. Aber ja, dafür probieren wir es einfach mal aus heute, ne? Nehmen wir mal hier so ein Blau. Ein bisschen Rot mit rein, bevor es sich alles komplett vermischt hat. Müssen natürlich aufpassen, dass es nicht zu sehr ineinander geht, sonst kriegen wir so eine hässliche Farbe raus. Was nehmen wir da? Nehmen wir mal dieses Rot in Kombination mit. Ja, ich habe leider kein Grün. Das macht es ein bisschen schwierig. Dann nehmen wir halt mal das Hellblau, ne? Da drüben haben wir gerade das Dunkelblau gehabt. Dann nehmen wir mal hier Hellblau. Ich mache es jetzt mal direkt so hinterher, bevor sich das alles komplett vermischen kann. So, das sollte, denke ich mal, schon lang. Jetzt seht ihr schon, wie das Ganze arbeitet. Aber das ist ja eh normal bei den Alkoholinks, ne? Die Frage ist halt, wie schaut das dann im Endeffekt aus? Ob man denn die Knittertechnik nachher noch sieht oder nicht, das ist das, was ich mich frage. Und das werden wir aber definitiv rauskriegen. Ich sehe gerade, da wird das Blau ein bisschen arg. Gib mir da nochmal ein bisschen Rot hinzu. Ganz vorsichtig. Man muss immer aufpassen, dass es nicht so eine braune Brühe wird. So, und jetzt gehe ich da ein bisschen rein. Machen wir da ein bisschen Muster rein. Nicht ganz so langweilig ausschaut. Immer so ein bisschen gezwirlt. So. Wie vorsichtig die andere Seite. Dann ziehe ich hier das Rot ein bisschen in das Blau rein. Ja, das schaut ja soweit ganz interessant aus, ne? Es ist nur die Frage, ob es was wird oder nicht. Beziehungsweise ob man den Knittereffekt nachher noch sieht oder nicht. Aber das sehen wir dann halt leider erst morgen oder so, ne? So, hier werde ich mir jetzt einfach schwarz reinmischen. Nehme einfach direkt das Black.
Ich nehme mein schwarzes Pigment direkt. Das, meine Lieben, schau mal kurz. Das ist auch Alkohol-Ink. Ich hätte gerne normales schwarzes Pigment. Da haben wir eins. Jetzt mischen wir das einfach rein und dann füllen wir die restlichen Herzen auf. Ich mache das einfach kurz an. Es war, glaube ich, fast ein bisschen zu viel, aber ja, egal. Lieber ein bisschen zu wenig Farbe wie zu, also zu viel wie zu wenig. Kann zwar sein, dass es dann vom Aushärten her ein bisschen schwierig wird, aber ja. Passiert. Tue ich mir das mal kurz entfernen, insofern es überhaupt runtergeht. Na, will es nicht wirklich, dann brechen wir uns den Stab kurz ab. Na, und jetzt füllen wir einfach vorsichtig die anderen Herzen mit dem Schwarz auf. Ich habe jetzt die zwei Herzen mal mit Absicht draußen gelassen, weil ich einfach glaube, dass ich zu wenig Harz angemacht habe. Dem her mache ich jetzt lieber erstmal die hier voll und dann schauen wir nachher, ob noch was überbleibt. Und wenn ja, dann können wir die auch noch auffüllen und wenn nicht, dann ja, dann halt nicht, ne? Dann gibt es die beim nächsten Mal. Ich gieße das jetzt auch absichtlich so ganz langsam hier rein. Einfach, damit die Pigmente sich nicht zu sehr verteilen. Ja, und so machen wir das jetzt bei allen Formen, ihr Lieben, und dann sehen wir uns beim Ausformen wieder morgen. Sordele, ihr Lieben. Ja, wir sind zurück. Und ja, ich bin mega gespannt, wie das Ganze geworden ist. Ich denke mal, ihr auch. Ja, wir haben hier unsere zwei mit Alkohol-Inks gemacht, ne? Und da haben wir die anderen gemacht. Da fehlt noch ein bisschen Farbe. Das würde ich irgendwann einfach ein bisschen auffüllen. Aber schauen wir einfach mal, wie die anderen geworden sind. So. Fangen wir mal hier oben an, ne? Und nice. Das ist echt mega. Oder was sagt ihr? Aber doch, ich finde es echt schön. Es hat hier eine kleine Macke, wenn man das sieht. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass da halt wahrscheinlich ja, die Folie halt war, ne? Und dadurch wahrscheinlich zu wenig Harz war, aber finde ich jetzt gar nicht schlimm. Da kann man ja einfach ein bisschen Strassstein drauf machen und fertig. Aber auf jeden Fall ist der Effekt echt mega schön geworden. Schauen wir mal, wie die anderen sind. Ja, definitiv. Vor allem finde ich hier, das ist so cool, ne? Teilweise geht das Schwarz ein bisschen durch, aber ich finde, dadurch kommt das fast ein bisschen lila raus zum Teil. Und das finde ich echt mega schön, den Effekt. Ja, das muss man natürlich abschleifen, ne? Ist klar. Aber abgesehen davon ist das echt mega schön geworden. Funktioniert besser, wie ich dachte. So, was haben wir hier Schönes? In Blau ist auch sehr schön. Es hat so ein bisschen Schimmer hier sogar zum Teil, so seht ihr das? Ja, richtig schön. Jetzt haben wir hier ein wunderschönes Grün. Mega. Und unser Lila. Das ist auch mega schön geworden. Mega. Wüsste ich jetzt gar nicht, was so mein Favorit ist.
Ich habe eins von den beiden irgendwo. Aber ja, schauen wir mal, was mit den Alkoholikerherzen passiert ist. Da ist fast ein bisschen wenig Harz drin bei denen hier, merke ich gerade. Aber naja, gut, das muss man dann halt später nochmal aufgießen. Ist jetzt nicht so tragisch. Und schauen wir mal. Na, da sieht man leider nicht wirklich was von dem Effekt. Ein bisschen was, wo hier die Folie ist, ne? Aber ansonsten noch nicht wirklich. Aber rein von der Farbe her finde ich trotzdem cool. Also ist natürlich jetzt nicht dieser Knittereffekt, aber rein farbtechnisch finde ich es auf jeden Fall, ja, ganz nett. Auf jeden Fall interessant, die Farbkombination. Und, sagen wir hier. Ach doch, so sieht das besser. Das schaut so aus. Ja. Also wie gesagt, den Knittereffekt sieht man definitiv nicht, weil das funktioniert halt wirklich nur, wenn man halt wirklich die Paste benutzt. Aber, beziehungsweise Paste haben wir gar nicht benutzt, wir haben ja ganz normale Pigmente genutzt. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ihr braucht definitiv keine teuren Pigmente, sondern so ganz billige von. Entschuldigt. Ja, also so ganz günstige von, ja, verschiedenen Firmen. Lang definitiv. Und ja. Da sieht man jetzt so ein bisschen, wo die Folie nach oben ist, dass das da so, ne? Also der Effekt funktioniert den mit den Alkoholinks definitiv nicht, aber. Rein von den Farben her finde ich die Alkoholinks eigentlich echt schön, muss ich sagen. Gerade das hier. Ich meine, klar, die zwei müssen auf jeden Fall nochmal aufgegossen werden. Aber abgesehen davon, finde ich, hat das Ganze definitiv was. Kann ich hier mal spickeln, weil das muss ja eh noch aufgegossen werden. Das wäre nämlich das Goldene gewesen, ja. Das wird auch mega, wenn das fertig ist. Seht ihr das? Da haben wir unser Rest gehabt. Und das kommt aber auch echt cool. Wenn da noch richtig schön aufgegossen ist mit Schwarz, dann schaut das definitiv richtig cool aus, ihr Lieben. Ja, ich würde sagen, Experiment definitiv gelungen. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt mir gerne einen Kommentar unten rein, einen Daumen nach oben, freue ich mich natürlich auch immer. Und abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, ihr Lieben. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, baba.